So nach 8 Monaten sagen einige, Mensch, den muss man schon ein bisschen ernster nehmen. So. Jetzt liegt es halt an uns, was wir daraus machen. Auch wenn wir nicht den Pokal gewinnen und nicht den Aufstieg schaffen sollten, werden wir nicht mit leeren Händen dastehen, weil das, was wir im Moment den Fans schon beschert haben an Freude, das ist es alleine schon wert. Überall, wo ich war, war es eigentlich immer so, dass irgendwie alles ein bisschen, ja, ich will nicht sagen kaputt war, sondern es war so ein bisschen zerrissen. So, und das ist halt viel Arbeit, wirklich viel mentale Arbeit, jetzt auch dieses Jahr. Ich habe da ein gutes Gefühl, ich weiß nicht, wir müssen andere beurteilen, ob ich das sehr gut kann oder nicht, aber weiß nicht, ich habe Spaß daran. Und Spaß ist eigentlich immer ein Produkt von, dass irgendwas gelingt. Das ist kein Wunschkonzert, aufzusteigen. Und ich denke einfach, dass die Mannschaft das will. Den Pokal, den sehe ich eigentlich als sekundäre Geschichte. Also für mich ist Pokal hat wirklich überhaupt keine Priorität im Vergleich zum Aufstieg. Pokalspiel ist ein Leckerli, ist ein Bonbon. Wir müssen uns halt darum kümmern, dass dieser Bonbon schmeckt. Du kannst dich nicht dahin stellen so, und dann einen Künstler, einen Picasso, die Pinsel in die Hand drücken, vor die Wand stellen und sagen, jetzt mal mal. So, dann guckt er dich an und dann kriegt er nicht mal eine Hütte gezeichnet. In unserem Bereich ist trotzdem ja der Leistungsdruck da. Das bedeutet, man muss diesen Spagat so hinkriegen, dass man diesen Künstler Picasso genau Samstag um 12.30 Uhr in seiner Wohlfühlzone hat. Die Fans waren seit einigen Jahren, glaube ich, schon auf der Durststrecke. Und ich glaube auch, dass sie das verdient haben, dass sie diese Regionalliga dann halt auch jetzt kriegen. Wir repräsentieren dann halt auch wirklich einen offenen und wirklich tollen Stadtteil Hamburgs. Und viele in Deutschland kennen diesen Verein. Und es wird Zeit, dass sie den auch wieder zu Besuch haben.